Die Nintendo Switch ist seit nun fast einem halben Jahr erhältlich und wie wir bereits wissen, Nintendo Switch hat natürlich seine Vorteile. Man kann die Konsole mitnehmen, man kann die großen Spiele unterwegs weiterspielen. Ich meine, es gibt doch nichts Besseres als Zelda Breath of the Wild unterwegs weiterzuspielen oder auch die neuesten Spiele, die jetzt besonders jetzt von Third Parties kommen, ebenfalls mitzunehmen. Aber die Nintendo Switch hat auch so einige Probleme, die man zwar auch am Anfang erkannt hat, aber jetzt umso intensiver werden. Und deswegen möchte ich euch heute gerne in meinem Videokommentar meine Meinung zum Cartridge- und Speicherplatzproblem der Nintendo Switch ein bisschen näher erläutern. Denn ich bin ganz ehrlich, ich als Gamer kann, also ich bin ja Gamer und Journalist und kann trotzdem, oder ich versuche wirklich meine Meinung, meine persönliche Meinung in diesem Video hier vorzustellen. Und ich meine, fangen wir beim Retail-Markt an. Wenn ich mir jetzt ein Spiel Retail kaufen möchte, bezahle ich ungefähr, wirklich nur ganz grob ungefähr, natürlich kann das schwanken, 10 Euro mehr. Sonic Forces zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, in meinen letzten Recherchen, 5 Euro mehr im Retail-Markt. So, das Spiel kostet 40 Euro, während die PS4 oder die Xbox One Edition 35 Euro kostet. So, was begründet der Preis, dass ich 5 Euro mehr zahle für Sonic Forces für Nintendo Switch? Klar, ich kann die Version mitnehmen, aber die Version für die anderen Heimkonsolen ist leider technisch, muss man leider so sagen, besser. Sie läuft auf 60 FPS, man hat eine Full-HD-Auflösung, die Nintendo Switch-Version hat, obwohl sie auch docked ist, nur 27p und 30 FPS. So, der Preis geht natürlich für die Cartridge auch drauf, die der Entwickler zahlen muss. Und man muss natürlich auch wiederum sagen, die Karten, umso höher die von der Größe ist, umso mehr kosten sie auch den Publishern oder den Entwicklern. Und nach meinen Recherchen gibt es unter anderem auch 16 GB und 32 GB. Und natürlich greifen viele Entwickler, wenn wir schon beim Thema Kosten sind, auf die kleine Karte zurück, damit man dann quasi den Konsumenten hier nicht so schädigen muss. Aber ich finde es einfach Quatsch, denn ganz ehrlich, warum kommt Nintendo, besonders um die Full-Party-Entwickler wieder zu gewinnen, nicht entgegen, sagt, komm Leute, wir nehmen euch, geben euch so viele Cartridges, ihr bezahlt uns ein Sonderangebot oder einen Sonderpreis. Warum macht Nintendo das nicht? Ich meine, Nintendo hat natürlich bei Nintendo Switch auf ein Laufwerk verzichtet. Es gibt keine Blu-Rays, es gibt keine Discs, denn ganz ehrlich, ein Laufwerk hätte die Konsole nur dicker gemacht, lauter gemacht und hätte einfach nicht zum Gesamtkonzept gepasst. So eine Cartridge ist schön klein, man kann sie in der Tasche verstauen, man kann sie in die Konsole reintun. Perfekt. Das ist das Prinzip, was die Nintendo Switch natürlich erreichen will. Aber ganz ehrlich, es schadet leider. Es klingt härter, als es vielleicht ist, aber es schadet uns leider. Denn Entwickler wie 2K Games oder Rockstar Games, ihr wisst ja, tatsächlich auf N-Tower gelesen, NBA 2K18 oder dieses Remaster von Rockstar Games, das LA Neuer, wie das heißt. Ihr kauft euch das Spiel Retail auf einer Cartridge, die wahrscheinlich auf einer 16 GB Version basiert. Aber den Rest müsst ihr euch trotzdem runterladen, damit ihr weiter spielen könnt. Zum Beispiel das Spiel von Rockstar Games. Ihr habt quasi 16 GB anscheinend auf der Karte und müsst euch weiteren, wirklich grob gesagt, 20 GB nochmal runterladen, damit ihr das Spiel spielen könnt. Und zudem muss gesagt werden, eure Micro-SD-Karte, ja, ihr braucht ja eine Micro-SD-Karte, wenn ihr natürlich, wenn der Speicher, wenn euer interner Speicher, Nintendo Switch voll sein sollte, die braucht eine bestimmte Geschwindigkeit, damit ihr dieses Spiel spielen könnt. Ich meine, was ist denn das, ja? Das ist doch Quatsch. Warum macht Nintendo das, ja? Ich meine, klar, man will Kosten einsparen, man will den Konsumenten nicht schädigen, aber ihr müsst euch mal geben, ja? Ihr kauft euch ein Spiel Retail, müsst immer noch was runterladen, ja? Aber bezahlt immer noch mehr als die anderen Versionen. Ich meine, was soll das? Das Problem ist, ihr habt ja nicht mal diesen Plug-and-Play-Aspekt, den ja diese Cartridges haben sollten. Das hat ja wirklich, macht ja Nintendo wirklich super mit Mario oder Zelda, ihr macht's rein, dann wird vielleicht noch ein kleiner Day-One-Patch runtergeladen, das ist ja noch alles in Ordnung. Day-One-Patches sind okay, solange sie die Bugs beseitigen. Aber warum muss man sich einen Teil des Spieles neu herunterladen? Ja, warum kann Nintendo nicht sagen, komm Leute, komm, liebe Mitkollegen, Third-Party-Entwickler, wir verbieten es euch, aber dafür kommen wir euch entgegen. Nein, das wird nicht gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt nach 10 Jahren werden die Server abgestellt, jetzt zum Beispiel jetzt wie beim Wii Shop, obwohl der jetzt auch schon mehr als 10 Jahre hält. Stellt mal vor, nach 10 Jahren werden die Server abgestellt, ihr könnt euch diese Zusatzdaten für dieses Retail-Spiel nicht mehr runterladen. Das Spiel ist futsch, ja?
was passiert bei lizenzierten Spielen, wenn mal sowas natürlich vorkommen sollte, und der Publisher und seine Rechte verliert, kann ebenfalls passieren. Somit wird die Retail-Version unbrauchbar. Und man muss natürlich auch sagen, selbst in unserer Endtau-Community wird momentan heiß darüber diskutiert. Man sieht bei jeder News, wo man zusätzlich Speicher oder Daten runterladen muss, das geht nicht, ja. Und dann kommen wir natürlich auch, ja, zu einem gewissen Cartridge- und Speicherplatzproblem, denn so egal, ob er jetzt das Spiel, klar, wenn er die Spiele nur digital konsumiert, dann habt ihr schnell ein Speicherplatzproblem, ja. Eure 128 GB MicroSD-Karte wird auch irgendwann mal voll sein, das ist klar. Eure interne Speicher, Nintendo Switch, ganz ehrlich, 32 GB ist leider nichts, ja. Ist auch schnell voll, ja. Und wenn ihr selbst als Retail-Käufer nicht mich verwissern kann, okay, vor wegen, ja, ich hab das Spiel Retail, ich muss mir keine Gedanken um den Speicherplatz machen. Pustekuchen, ihr müsst euch trotzdem Sorgen um ihr müsst euch trotzdem Sorgen um den Speicherplatz machen. Das kann doch nicht wohl wahr sein, ja? Und wenn ich hab mir jetzt auch letzten Tagen mal ein bisschen so die Preise angeschaut zwischen Retail und Digital, dann sind wir ganz ehrlich, egal bei welcher Plattform, wohl es bei Steam immer so ein bisschen schwankt, auch bei Sony mittlerweile schwankt es ein bisschen mit der PlayStation 4, aber wenn man im Nintendo eShop nachschaut, bei den ganz großen Spielen, die Spiele sind nie günstiger als im Retail-Markt. Und ich hatte mal ein bisschen recherchiert und hatte herausgefunden, dass Nintendo Verträge mit den Publishern abschließt, dass die digitalen Spiele nicht billiger sein dürfen als Retail-Varianten, weil sonst könnten die Händler jemand sagen, nee, wir verkaufen keine Nintendo Switch-Spiele mehr, weil die Leute nur noch im eShop die Spiele kaufen. Zum Beispiel habe ich gesehen, Puyo Puyo Tetris kostet im eShop 40 Euro, auf Amazon circa 35 Euro, natürlich kann das sich wieder geändert haben. Die Händler dürfen, wie gesagt, die Preise drücken, aber digital nicht. Und ich meine, klar, es gibt Indie-Spiele, die haben mal Sales, das ist okay, aber Retail-Spiele irgendwie nicht. Das ist mir auch bei der Wii U schon aufgefallen, dass da relativ wenig Retail-Spiele im Sale sind. Klar, Ubisoft hat es mal ab und zu gegönnt, nach ein paar Jahren, ne, wenn das Spiel nicht mehr aktuell war. Aber trotzdem ist das ärgerlich. Aber wiederum muss ich eins sagen, ich lobe die beste Lösung, die bis jetzt Warner Bros. Kreiert hat mit Lego Worlds. Also ich hatte auf der Gamescom mit dem meinen Termin gehabt. Und die digitale Version, die Standardversion ist, kostet 30 Euro, ja, im Nintendo eShop. Wenn ihr das Spiel ist im Handel natürlich teurer wie in der Cartridge, das wurde mir auch damals vom Entwickler erklärt, die Cartridge sind teuer in der Produktion, die müssen dafür bezahlen, wir, die Konsumenten, müssen dafür bezahlen. Aber dafür hat Warner Bros. Gesagt, ha, wir haben noch ein paar Gigabyte frei auf der Cartridge, deswegen packen wir noch beide DLC-Pakete, die nicht in der digitalen Version beinhaltet sind, einfach nur auf die Cartridge drauf. Somit hat man den Preis natürlich gerechtfertigt. Das machen mittlerweile auch andere Entwickler und Publisher, wie zum Beispiel das Spiel Rime hat ja auch inklusive noch ein paar Poster. The Binding of Isaac hatte ja auch noch so ein paar Goodies gehabt. Also da arbeiten schon wirklich viele daran, dass da man eine gute Lösung, ja, versucht zu erarbeiten. Um nochmal kurz auf das Thema Speicherplatz einzugehen, selbst die Speicherpunkte von gewissen Spielen benötigen sehr viel Gigabyte. Zum Beispiel habe ich mich informiert, Lego Worlds und NBA 2K18 benötigen wirklich mehrere Gigabyte für einen internen Speicher. Und der 32 GB verfügbare interne Speicher wird ja auch nochmal circa mit 6 GB vom Betriebssystem blockiert. Das bedeutet, ihr habt ungefähr, ja, wenn man jetzt ganz kurz grob rechnet, ungefähr 26 GB zur freien Verfügung. Wenn jetzt so ein Spielstand von NBA 2K18 oder Lego Worlds 4 GB schwer ist, mal wirklich grob gesagt, keine Ahnung, kann ja wirklich sein, dass 4 GB sind, dann seid ihr den internen Speicher auch bald los. Und ich frag mich, warum. Ich meine, klar, wir sollten froh sein, dass Third-Party-Entwickler Spiele für Nintendo Switch herausbringen, daran arbeiten. Aber man kann auch, finde ich, auch so ein bisschen den Third-Party-Entwicklern die Schuld geben, warum die Spiele nicht so top komprimiert sind wie bei Nintendo. Bei Nintendo sind die Spiele wirklich super komprimiert, bloß die anderen Third-Party-Entwickler kriegen das nicht hin, ja? Ich weiß nicht, ob man hier von Faulheit oder von Kosteneinsparungen gewisser Zeit reden kann, aber ich finde es halt schade, dass man nichts dagegen tut. Ja, ich find's einfach schade. Nintendo selbst bietet ja in ihrem System eine ganz kleine andere Lösung an, und zwar die Archivierung. Ich stelle mir unter einer Archivierung vor, ich bin unterwegs oder
bin zu Hause, lade mir ein Spiel herunter, oh, habe keinen Speicherplatz mehr frei auf meiner SD-Karte oder auf einem internen Speicher. Okay, es gibt die Archivierungsfunktion, das Spiel wird komprimiert, wird wahrscheinlich in so eine ZIP-Datei gepackt. Ich kann das andere Spiel runterladen und wenn ich mal irgendwann das andere Spiel unterwegs spielen will, kann ich das andere Spiel, was ich vielleicht gerade runtergeladen habe, wieder zippen, kann das andere entpacken und hab's wieder. Ja, das würde ich unter einer guten Archivierung vorstellen. Nein, was wird gemacht? Das Spiel wird gelöscht. Ihr könnt das andere Spiel herunterladen, aber wenn ihr das gelöschte, das archivierte Spiel wieder spielen möchtet, müsstet ihr wieder euch im Internet verbinden und wenn das Spiel richtig groß ist, müsst ihr wieder stundenlang das Spiel herunterladen. Warum, Nintendo? Warum? Das ist doch totaler Quatsch. Wenn ich die Konsole mitnehme, vielleicht mal auf den Reisen bin und kein Internet habe, dann will ich doch auf jeden Fall das Spiel wieder haben können. Klar, heutzutage kriegt man fast überall Internet, aber bei einem 10 GB Spiel kann das halt schon mal ein, zwei Stunden dauern. Kommt natürlich aufs Internet drauf an. Aber ich habe mir unter der Archivierung halt wirklich das was anderes vorgestellt. Natürlich muss man auch sagen, bei der Archivierung wird das Hauptspiel gelöscht, nicht der Spielstand, was natürlich ganz positiv ist. Aber ganz ehrlich, das ist trotzdem nicht das Gelbe von Ei. Ja, das finde ich totaler Quatsch. Meine Lösung, die ich gerne an Nintendo mitteilen möchte, klar, das wünscht jeder von uns, externe Festplatten für die TV-Station. Man könnte ja ein System entwickeln, wo man sagt, okay, wenn ich unterwegs bin, will ich gerne diese Spiele mitnehmen. Wenn ich zu Hause bin und meine Konsole in meine Dockingstation reinmache, habe ich eine externe Festplatte an USB 3.0 angeschlossen, damit die Datenübertragung auch möglichst schnell ist. Möchte ich gerne diese Spiele zu Hause spielen. Klar, das würde auch ein bisschen das Konzept der Nintendo Switch mit der Portabilität ein bisschen zerstören. Aber ganz ehrlich, wie geil wäre es denn, wenn ich aber sagen würde, komm, Splatoon 2 zocke ich sowieso nicht unterwegs, weil kein Internet. Warum kann ich das nicht einfach zu Hause lassen? Klar, man könnte vielleicht so eine Verschiebungsfunktion noch einsetzen, wo man sagen kann, ey, ich will meine Nintendo Switch nur rausnehmen, mich auf die Couch hocken und da weiterspielen. Klar, geht auch. Aber ja, ich verstehe es nicht. Ich hoffe ja wirklich, dass Nintendo noch an dieser Lösung arbeitet. Und ich muss auch sagen, es gibt wirklich noch zig andere Punkte, die ich hier aufzählen möchte. Ich könnte auch noch weiterhin anfangen, über die Micro-SD-Karten zu reden. Als ich am Anfang Nintendo Switch hatte, hatte ich gewisse Spiele auf einer Micro-SD-Karte gehabt. Schon mal dann eine größere gekauft. Dachte mir so, ich kann ganz normal die Daten verschieben. Ging nicht. Es ging nicht. Ich musste meine neue Micro-SD-Karte reinschieben, im Nintendo Switch reinschieben, musste alle Spiele neu runterladen, damit das geht. Ich konnte nicht einfach die Strukturen der Ordner übernehmen. Ich habe auch vorher die neue Micro-SD-Karte formatiert, habe es dann so nochmal eingefügt. Ging nicht, weil Nintendo anscheinend nur mit einer Micro-SD-Karte arbeiten kann. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mehrere Spiele haben solltet, dann möchtet ihr euch jetzt gerne mehrere Micro-SD-Karten, zulegen. Es geht nicht. Ihr könnt nur eine benutzen, die effektiv genutzt werden kann. Das finde ich auch wirklich richtig schade, dass das nicht geht. Das hat mich richtig geärgert. Ich meine, wir leben im Jahre 2017. Ja, da muss doch sowas gehen. Selbst der Nintendo 3DS kann ja sowas. Oder die Wii U hatte auch schon eine ziemlich klügere Datenverwaltung gehabt als Nintendo Switch, meiner Meinung nach. Das finde ich wirklich schade. Aber natürlich muss man auch wirklich sagen, zu den ganz allen negativen Punkten finde ich es wichtig, dass man wirklich mal unter einen ziemlich klaren Trend erkennt, dass Nintendo Switch nicht, natürlich zum Glück, nicht abgeschrieben ist bei den Third Parties. Die Nintendo Switch wird wirklich von vielen Third Parties jetzt auch genutzt. Auch die Spiele werden entwickelt. Man hat jetzt in der letzten Investoren- oder Quartalsmeeting von Nintendo mitbekommen, dass knapp 28 Millionen Spiele seit Launch der Nintendo Switch verkauft wurden. Und das finde ich eine Hausnummer. Wenn man natürlich jetzt sagen, okay, davon sind ca. 12 Millionen, ganz übertrieben gesagt, von Nintendo selbst. Und der Rest ist wirklich Indie-Spiele, Third-Party-Spiele, was auch immer, finde ich es richtig gut. Also es ist ein guter Start. Die Nintendo Switch hat schon fast die gesamten Verkaufszahlen der Wii U aufgeholt. Also wirklich fast. Also es dauert vielleicht höchstens noch 1,5 Jahre, dann hat die Switch schon die Wii U überholt. Und man muss auch gesagt sein, von Nintendo wurde bestätigt, dass über 300 Drittentwickler weiterhin an Spielen für Nintendo Switch arbeitet. Also man erkennt,
trotz dieser Probleme, die ich hier aufgezählt habe, man erkennt das Potenzial in der Nintendo Switch und das ist ja auch wichtig. Aber meiner Meinung nach sind diese kritischen Punkte, die ich aufgezählt habe, Probleme, die man über die Jahre lösen kann. Ich meine, die Cartridges werden ja sicherlich irgendwann auch günstiger werden und dann werden die Spiele auch mal gleich teuer sein. Oder man kann auch Spiele mal gleichzeitig veröffentlichen mit den anderen großen Versionen. Ja, oder das Speicherplatzproblem. Wenn man, wie gesagt, mit wenn es jetzt mal irgendwann größere Micro-SD-Karten geben sollte, die auch günstig sind, dann kann man auch besser damit arbeiten. Nintendo hätte im Endeffekt ja auch nochmal an einem eigenen Speichermedium arbeiten können, wie damals die wie Sony mit der PS Vita, obwohl da muss man auch sagen, ist ziemlich in die Hose gegangen, weil einfach das brutal teuer ist. Ja, das waren so kurz meine Gedanken gewesen. Das ist wirklich meine Gedanken aus einem Fan-Dasein. Ich bin Fan, ich bin kein Fanboy, ich bin Fan, objektiv, aber auch Journalist für N-Tower. Und das waren einfach so meine Gedanken, die ich loswerden will. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch mal eure Meinung zu diesem Thema. Mich würde wirklich eure Meinung interessieren. Schreibt, diskutiert, was das Zeug hält. Aber bitte immer auf eine höfliche Art. Ich bin Dennis, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.